Mitte Juni habe ich mich gemeinsam mit meinem Sohn Christoph und Adi aufgemacht, um den Tagliamento zu bepaddeln. Wir sind am Abend mit zwei Bussen losgefahren und gegen Mitternacht waren wir in Legnano. In Legnano haben wir übernachtet und am nächsten Tag waren wir noch gut frühstücken. Dann haben wir ein Auto zum Campingplatz zur Marina gestellt, wo unser späteres Ziel sein wird. Mit dem zweiten Auto sind wir nach Venzone gefahren und haben auch dieses Auto da abgestellt. Beim Start in Venzone haben wir noch Geri und Momo getroffen und sind dann alle fünf gemeinsam in unser Abenteuer am Tagliamento gestartet. Zum Startzeitpunkt hatten wir 0,36 Meter in Venzone. So begann unsere viertägige, actionreiche und lustige Fahrt auf dem Tagliamento. Seid mit dabei und habt viel Spaß. Hier sieht man Adi, Christoph und mich beim Start. Und jetzt sind wir bereits in Legnano, wo wir gefrühstückt haben und wo es dann losging nach Venzone zum Startpunkt, wo wir über 100 Kilometer bis zum Ziel in Legnano fahren wollen. Links vorne ist ein Campingplatz und bis hierher wollen wir es schaffen. Auf der rechten Seite ist Bibione und der neu errichtete Steg in Legnano. Wir sind jetzt bereits bei unserer Einstiegsstelle in Venzone. Von hier aus bis zum Meer sind es etwa 104 Kilometer, die wir in den nächsten 4 Tagen schaffen wollen. Hier ist jetzt die ganze Bande versammelt. Von links bin ich, der Momo, der Adi, der Christoph und der Geri. Der Tagliamento hat uns dann auch gleich mit etwas Südwind begrüßt. Zugleich konnten wir aber auch dieses herrliche Panorama betrachten. Zügig haben wir unsere Boote aufgebaut und geschaut, dass wir so schnell wie möglich aufs Wasser kommen. Geschafft, dritten Anlauf, beim dritten Anlauf Tagliamento alles geschafft. Nach kurzer Zeit hatten wir auch schon den Kanal zum Halbwehr Ospedaletto erreicht. Den sieht man jetzt hier auf der linken Seite. Und wir wollen das Wehr natürlich umfahren und haben uns rechts gehalten. Hier links kann man jetzt das Halbwehr ganz gut erkennen. Und noch einmal, nachdem wir es passiert hatten.
Schluchten, dann Schlag auf Schlag. Vor uns kann man schon die Ponte di Braulins erkennen. Diese konnten wir ganz auf der rechten Seite bis kurz vor den Steinen fahren. Und da mussten wir dann aber die Boote langsam runterziehen und konnten unterhalb der Brücke wieder in unsere Boote steigen. Kurz vor der Autobahnbrücke A23 hatten wir dann unseren ersten Fußmarsch. Wir haben beschlossen, unsere Boote einfach drüber zu lassen. Christoph und Momo haben sie unten in Empfang genommen. Kurz danach haben wir unsere erste Pause gemacht, um uns von den Strapazen zu erholen. Nach etwa einer Stunde ging es aber wieder weiter und Momo und ich haben beschlossen, uns für den Synchronschwimmerwettbewerb zu bewerben. Man sieht hier, dass ich mich eigentlich eh nach links lehne, doch ich bekomme dann von rechts eine Watschen und schon geht's ab ins Wasser. Während Momo noch mit seinem Boot kämpft, sitze ich bereits am Land und finde das sehr lustig. Mit dem Schwamm noch die letzten Reste Wasser aus dem Boot und schon geht es wieder weiter. Tut mir leid. Ich bin schon leicht inkontinent. Hier sind wir jetzt bereits bei der Straßenbrücke SP84. Wir hatten uns hier ein bisschen verloren und Geri und ich warten hier auf die anderen. Am Horizont sieht man schon die Ponte Pinzano. Hier haben wir etwas diskutiert, ob wir anlanden und etwas trinken gehen sollen, haben dann aber beschlossen, da es schon relativ spät war, lieber noch ein Stück zu fahren und dann unsere Zelte aufzuschlagen. So haben wir nach etwa 25 Kilometer bei dieser Abbruchböschung beschlossen, unser erstes Nachtlager aufzuschlagen. Bei mir gab es an diesem Tag Hühnergyros, selbst gemacht und selbst getrocknet und danach noch einen leckeren Kaffee.
Adi hat sich dann sehr bald ins Zelt verzupft. Wir anderen sind noch einige Stunden sitzen geblieben und haben uns gegenseitig irgendwelche Geschichten reingedrückt. Am nächsten Morgen haben wir noch gemütlich gefrühstückt, doch dann haben wir Gas gegeben, damit wir noch aufs Wasser kommen, bevor es so richtig heiß wird. Die ersten Kilometer gingen wieder recht flott dahin, das Wasser war auch noch ausreichend und flott, so dass es richtig Spaß gemacht hat. Und schon wieder los. Das Tal wurde dann immer weiter und breiter. Die Berge verschwanden komplett. Und auch der Fluss wurde breiter, aber dafür seichter. Hier sieht man auch schon die Brücke von Dignano. Und hier waren wir eigentlich noch optimistisch, dass wir es ohne größere Probleme bis ans Meer schaffen können. Doch immer öfter mussten wir raus aus unseren Booten und unsere Boote irgendwo drüber ziehen, an die Leine nehmen oder gar irgendwo überheben. Und so wurde der Tag zur Tortur. Wenn wir genug Wasser hatten, dann meistens nur für einige hundert Meter. Und dann hatten wir sofort wieder zu wenig Wasser und die Grundberührungen häuften sich und häuften sich. Langsam wird es unlustig. Das kostet so viel Kraft. Ich weiß. Das Paddeln, 3 Kilometer Paddeln kostet nicht so viel Kraft wie einmal Stäble. Einer kurzen Pause haben wir dann überlegt, wie es weitergehen könnte. Aber wir haben beschlossen, vorläufig noch ein Stück versuchen weiterzufahren. Vor allem, weil vor uns bereits die Straßenbrücke SS-13 lag. Geht schon wieder. Wir sind dann aber letztendlich doch so 1 Kilometer nach dieser Brücke ausgebootet und zurückgegangen zur Pizzeria. Von da aus haben wir ein Taxi gerufen und haben den Adi sein Auto in Venzone geholt. Damit haben wir dann so etwa 12 bis 13 Kilometer ausgelassen und haben einige Kilometer vor der Ponte di Madrisio unser Nachtlager aufgeschlagen. Am dritten Tag lag der Pegel nur mehr bei 0,34 in Venzone. D
Die Landschaft am Tagliamento veränderte sich an diesem Tag wieder vollkommen. Wir hatten jetzt eher eine normale Landschaft mit Steilufern und Wäldern. Es gab auch viele Bäume, die im Wasser lagen. Aber dafür hatten wir die Möglichkeit, immer wieder ein kurzes Stück im Schatten zu fahren. Und vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig gewesen, wir hatten ab jetzt immer genügend Wasser. Auch die Strömung war hier noch halbwegs gut, doch je näher wir uns La Tisana näherten, umso mehr kam der Fluss zum Erliegen. In diesem Bereich lagen auch unzählige Bäume im Wasser, aber verblockt oder so war nirgends etwas. Wir hatten immer freie Fahrt. Vor uns liegt jetzt La Tisana und in La Tisana ist Momo ausgestiegen und wir fuhren nur noch zu viert weiter. Nach La Tisana hatten wir nicht nur keine Strömung mehr, sondern im Gegenteil, da die Flut einsetzte, fuhren wir gegen die Tide und das Paddeln wurde dann langsam mit den Kilometern zur Qual. Trotzdem wollten wir noch einige Kilometer schaffen, denn für den nächsten, den letzten Tag, war starker Gegenwind angekündigt. Und den wollten wir natürlich so gut es geht meiden und uns für den letzten Tag so wenige Kilometer wie möglich aufheben. So haben wir dann nur etwa 13 Kilometer vor dem Ziel unseren letzten Lagerplatz aufgeschlagen. Tag 4 am Tagliamento. Wir sind jetzt etwa 5 Kilometer unterhalb von La Tisana, das heißt so etwa 12 Kilometer vom Meer entfernt. Im Moment gibt es Flut, das heißt wir fahren etwas gegen die Strömung. Was mir aber mehr Sorgen bereitet, ist der Wind. Es sind für heute 20 km/h Wind angesagt. Und vor allem Böen mit 45 km/h, was natürlich nicht so toll ist. So, die Tage bisher. Am ersten Tag war es recht flott. Tolles Wasser, hat alles super gepasst. Es waren nur einige Male, wo wir ein bisschen kämpfen mussten, um durchzukommen. Der zweite Tag war eigentlich komplett beschissen, ziemlich komplett fertig. Wir sind dann sogar ausgestiegen
und haben ein Stück ausgelassen. Gestern sind wir schon etwa 20 Kilometer gegen die Strömung gefahren. Kostet natürlich enorm viel Kraft. Und vor allem mir hat das zugesetzt. Der Mumu ist ausgestiegen in Latisana. Aber aufgeben war für mich keine Option. Ich muss das irgendwie durchtreiben. Ich muss das irgendwie durchdrücken. Und jetzt diese letzten Kilometer schaffe ich auch noch. Es kamen dann auch immer mehr Motorboote entgegen, was ein Hinweis darauf war, dass wir langsam aber sicher dem Meer entgegensteuern. Der Wind kam dann auch recht heftig, aber ich glaube nicht, dass wir 45 km/h Böen hatten. Da wären wir ja gar nicht vorangekommen. Also haben wir sozusagen noch einmal Glück gehabt. Beim Durchfahren durch diese Brücke wusste ich, dass wir etwa die Hälfte unseres Tagespensums geschafft haben und ab hier sind es ca. 6 Kilometer bis zum Meer. Ja, so ein schwimmendes Haus, das könnte eventuell auch einmal etwas für den Robert sein, für die Rente dann. Und dann sahen wir sie endlich, die Mündung ins Meer. Wir haben unser Ziel erreicht. Vier Tage bei brütender Hitze. 103 Kilometer, 4 Nächte, Anstrengung, Schweiß, aber auch mächtig viel Spaß. Hier am Rand vom Campingplatz in Lignano haben wir dann unsere Fahrt beendet. Wir sind dann aber wieder ein Stück zurückgefahren und haben unsere Boote beim Steg hinausgezogen. Als Belohnung waren wir dann noch Pizza essen, kurz im Meer. Dann sind wir unsere Heimfahrt angetreten, bei der es bei Graz geschüttet hat. Und gegen Mitternacht war ich dann wieder zu Hause in Hohenau. Das war unsere Fahrt auf den Tagliamento. Es war trotz der enormen Anstrengungen
der Hitze und des geringen Wassers ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Wir hatten auch sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Zusehen auch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Solange, ciao, bleibt gesund.